In diesem Video erkläre ich, wie der Inverted Classroom funktioniert. Ich gehe dabei auch auf die Vorteile dieser Lehrmethode ein. Zunächst einmal kennen wir die traditionelle Lehre. Die Lehrperson erklärt die Inhalte und die Lernenden hören zu, verstehen die Inhalte und schreiben idealerweise auch mit. Das nennt man synchrone Phase. Alle sind gleichzeitig zusammen in einem Raum. Über die Zeit nimmt die Aufmerksamkeit leider ab. Am Ende der Lehrveranstaltung werden meistens Aufgaben für zu Hause gegeben. Oft müssen Übungsblätter gelöst werden, oft muss auch einfach der Stoff wiederholt werden. Diese Hausaufgaben finden in der sogenannten asynchronen Phase statt. Jeder löst die Aufgaben für sich alleine zu unterschiedlichen Zeiten. Beim Inverted Classroom werden diese beiden Phasen umgekehrt. Der Input findet asynchron, also zu Hause, statt. Dieser Input kann wie hier ein Lehrvideo sein, es kann aber auch ein Paper oder ein anderer Text sein. Dazu gibt es klare Arbeitsaufträge. Nach der asynchronen Inputphase kommt die synchrone Phase. Das heißt, die Lernenden und die Lehrperson nutzen die gemeinsame Zeit zur Vertiefung des neuen Lernstoffs. Oft werden letzte Fragen geklärt, ebenso ist die Anwendung des Gelernten besser möglich. Diese Umkehrung der Phasen hat den Vorteil, dass die Wissensvermittlung zu jeder Zeit stattfinden kann. Zuhören, verstehen und dann noch mitschreiben ist oft schwer. Die Lernenden können bei der Inverted Classroom-Methode Pausen machen, um sich wichtige Inhalte zu notieren. Ebenso können schwierige Inhalte beliebig oft wiederholt werden.